aber stürmten auf ihn ein, stießen ihn vor Stadt hinaus und steinigten ihn und schrien laut. Die Zeugen legten ab ihre Kleider zu den Füßen eines Jünglings, der hieß Saulus, der hatte wohlgefallen an seinem Tod. Es beschickten aber Stephano Gottes
Gemeinde und fütterte mit Drohen und Morden wieder die Jünger und lästerte sie und sprach: Als er auf dem Wege war und nahe zu Damaskus kam, umleuchtete ihn
Aber sprach, wer bist du? Der Herr sprach zu ihm. Mit Zittern und Zagen. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Herr sprach zu mir.
als er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn gen Damaskus und war 3 Tage nicht sehend und aß nicht und trank nicht.
Es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias, zu dem sprach der Herr: Thank you.
lieber Bruder Saul, der hat mich gesandt, der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkommst, dass du wiedersehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest.
Volksan, wie es zusammenkam, um Paulus zu hören. Wurden sie voll Neid und widersprachen denn, das vom Paulus gesagt ward, und lästerten und sprachen. So spricht der Herr, ich bin der Herr.
sagen frei und öffentlich. Euch musste zuerst das Wort Gottes gepredigt werden. Nun es aber von euch stoßet und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens. Also hat uns der Herr geboten, euch den Weg zu Licht gesetzt, zu Licht gesetzt, dass du dein Heil, das Heil, dich an das Ende, thank you.
wisset, wie ich alle Zeit bin bei euch gewesen und dem Herrn gedient mit aller Demut und mit vielen Tränen und habe bezeuget den Glauben an unseren Herrn Jesu Christus.
Den Lauf verloren.